so ein kleines, einen ganz kurzen Text geschrieben. Und ich hoffe, das kann die ganze Sache jetzt ein bisschen auflockern. Nein, ist frisch aufgeladen. Aber das Ding braucht unheimlich lange, bis es hochläuft. So, ich brauche zwei Beisitzerinnen. Ja, und Sie vielleicht. Freiwillige vor oder soll ich jemand ausgucken? Gucken Sie jemand aus. Ich bestimme das mal. Ich natürlich. Einmal bitte. Und du warst auch so aufmerksam, bitte sehr. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das sollte nicht der Fall sein. Das ist gegenseitig. Wir sind eigentlich nicht so viele. Das könnte reichen. So, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie gehen sich jetzt die Hände ganz gründlich waschen, die lebensmittelrechtlichen Vorschriften sagen was zu. Oder Sie können auch diese Hygiene übernehmen. Oder im Einverständnis mit allen anderen. Machen wir nicht. Handschuhe. Entschuldigung, ich muss mit den Handschuhen essen. Ja, bitte. Wenn man nur essen muss, ist kein Problem, dann geht's auch ohne. Nein, das soll weitergehen. So, hier habe ich noch bestellt. Bestellt ist gut. Was kann ich Ihnen sagen? Handschuhe. Viele. So, und hier, wenn hier ist das möglicherweise könnt, wahrscheinlich können Sie auch zuhören, wenn ich das dann vorlese. Was sind Sie machen? Also Ihre Aufgabe ist es, bitte schön, Sie schälen diese Möhre und schneiden sie in gleiche Teile und sehen, dass das also für jeden eins da ist. Ja, ich habe noch mehr Möhren. Ich bin 15 Seiten, also nur so kleine Stückchen. Hier die Spieße aufspießen. Und Sie öffnen das hier bitte und verteilen ebenfalls. Also das und das. Ja, jeweils ein solches Möhrchen und ein solches Teil. Jeweils mit einem Kicker. Ja. Okay. In so einem Becher. Ich habe zu viel Finger. Das hat schon mal funktioniert. Zu Hause mache ich das ohne aber ich wasche mir die so, also das muss man jetzt geschehen. Das kann ich machen. Ja, ja, das ist eigentlich gut. Ja, nein. Das ist hier. Von der Frau mit dem Gummihandschuh auf jeden Fall. Ja.
Das weiß ich doch. Dass du sicher gut dann aushängt. Und dann lässt du sich nämlich besser schämen. Das sind doch keine zwei Stunden her, dass ich das sage. Das trifft sich gut. Dann habe ich ja den richtigen. Kann man auch mal kurz hochgucken ein bisschen? Ja. Sehr schön. Ja, ich bin zu Hause der Koch. Ja. Bessere Gerätschaften. Aber und sich selbst mitgezählt, dann die selbst sind 17. Ja, also. Oh. Aber wenn wir fertig sind, sind wir schon satt. Das ist 17, wie beim Kochen. Brauche ich nicht mehr, weil ich fasse das ja nur so an, während ich Laktose. Das Ding ist stumpf, darf ich mal bemerken. Ja. Das ist auch anständig. Ich finde das am geilsten, diesen Gummihandschuh. Das hat schon ein bisschen was Sexistisches. Das war meine Forderung, Entschuldigung. Ja, haben wir jetzt. Also, zwei sind fertig. Auch bei der Bäckerei. Soll man helfen beim Servieren oder nicht? Sie können sich gerne einbringen, aber bitte, bitte noch nicht aufessen, erst nach einer kleinen Vorgeschichte. Okay, wir lassen einfach nochmal arbeiten. Wie ist denn das? Haben wir ein Tablett oder was? Ich habe hier ein Tablett, ja. Wie stelle ich das hin? Genau, der hat was bei der Arbeit. Hast du noch dran? So, inzwischen hat das Teil funktioniert. Sind ja hier nur Pausenfüller. Bitte schön. Nein, sie sind nicht Pausenfüller, doch nicht, sondern erst parallel, damit das anschließend nahtlos weitergehen kann. Aha. Also die kleine Geschichte heißt Der neue Lehrer in der 4. Klasse. Schüler A kommt nach Hause, Schüler B kommt nach Hause. Vater A fragt, und wie war es in der Schule? Wie war der neue Lehrer? Vater B fragt, und wie war es in der Schule? Wie war der neue Lehrer? So viel, eigentlich recht identisch. Das ist die Ausgangsposition. Und es geht jetzt weiter. Schüler A antwortet, ganz nett, wir haben eigentlich nur gespielt. Schüler B antwortet, ganz nett, wir haben eigentlich nur gespielt. Vater A, was soll das? Zeig mir mal das Buch, was habt ihr durchgenommen? Zeig mir dein Heft, was hast du aufgeschrieben? Schüler A, wir haben das Buch nicht benutzt. Und aufgeschrieben habe ich auch nichts. Vater, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr sollt arbeiten und was lernen und nicht spielen in der Schule. Vater B, und was habt ihr gespielt? Schüler B, Schatzsuche. Wir haben den Schatz der Nibelungen gesucht. Das ist schon mehr als 1000 Jahre verschwunden. Und keiner weiß so genau, wo. Aber der Siegfried hat ihn dem Alberich gegeben und zum Aufpassen. Und den hatte er vorher einem Drachen weggenommen. Den hat er abgestochen. Und in seinem Blut hat er gebadet und dann selbst eine Drachenhaut bekommen. Und da ging dann kein Fall mehr durch. Und der Siegfried kam aus Xanten, weißt du? Und das ist ganz selten. Also Xanten. Also eine Stadt, die mit X anfängt. Und alle,
Und die haben wir dann gesucht, weil es diese Stadt in, sogar heute noch gibt. Und am Rhein. Und also schon in Holland. Oder fast Belgien. Aber jedenfalls da oben. Und das heißt nicht Holland, sondern das heißt die Niederlande. Und Holland ist nur eine Provinz in den Niederlanden. Und da war der Siegfried auch nochmal König, also vor 1000 Jahren. Und dann hat er sich verliebt in die Krimis. Aber die kannte er gar nicht. Er hatte nur von ihr gehört. Und die wohnte in Worms. Das gibt es heute auch noch. Und das ist auch am Rhein. Das war eigentlich ganz praktisch, weil die hatten damals nur schlechte Straßen und keine Autos oder Eisenbahn. Und so konnte der Siegfried einfach den Rhein hochschippern. Wusstest du, dass der Rhein verkehrt rumfließt? Also von unten nach oben, also auf der Karte jedenfalls. Aber das scheint nur so, weil der Rhein aus dem Bodensee kommt. Und der Boden, der liegt höher als die Nordsee. Und der Gunther, also der Bruder von der Kriemhild, der wollte die Brunhild haben, aber er traute sich nicht, weil die so stark war. Und nur einen Mann haben wollte, der sie aufs Kreuz legen kann. Und das musste dann der Siegfried für ihn erledigen. Und der war ja super stark. Und dann sollte er als Belohnung die Kriemhild kriegen. Und dann haben die Brunhild ausgetrickst. Der Siegfried hatte eine Tarnkappe, die unsichtbar machte. Und hat dann zusammen mit dem Gunther die Brunhild aufs Kreuz gelegt. Aber das ist nur ein Märchen, also eine Sage. Wahrscheinlich hat sich der Siegfried nur als Gunther verkleidet, und die Brunhild kannte den Gunther ja auch nicht. Aber dann haben sie doch alle geheiratet. Also der Gunther, die Brunhild, und der Siegfried, die Kriemhild. Und dann haben sich die zwei Frauen gezickt, weil die Brunhild sagte, sie sei mehr wert als die Kriemhild und dass sie zuerst in die Kirche darf. Und die Kriemhild erst hinterher. Und dann war die Kriemhild stinkig. Und hat ihr erzählt, dass sie ausgetrickst worden ist. Und dass sie eigentlich der Siegfried sie aufs Kreuz gelegt hat. Und dann war die Brunhild stinkig. Und dann hat der Hagen gesagt, nein, sie hat dem Hagen gesagt, er soll den Siegfried umbringen. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann war die Kriemhild so wütend, dass sie Attila, das war der König der Hunnen, in Ungarn oder da in der Gegend, geheiratet hat, unter der Bedingung, dass er die ganze Sippschaft von der Brunhild abmurkst. Das war dann richtig Krieg. Das hat auch der Alberich irgendwie mitgekriegt. Und der sollte ja auf den Schatz aufpassen. Und dann hat er den Schatz irgendwo in den Rhein geworfen. Weil er sollte nicht in falsche Hände fallen, jetzt wo der Siegfried tot war. Und wir haben jetzt rausgekriegt, dass das irgendwo zwischen Worms und Xanten sein muss. Aber da kann man nicht einfach langschippern und buddeln. Denn der Rhein, der ist jetzt gar nicht mehr da, wo er mal war. Wie vor 1000 Jahren. Ne? Die haben immer wieder, der hat immer Abkürzungen genommen und dann wurden neue Wege gebuddelt oder Überschwemmungen oder so. Und der Rhein hat jetzt einen ganz anderen Weg gesucht. Hast du gewusst, dass ein Fluss in der Kurve bremsen muss? Und dass man die Schiffe an die Leine genommen hat und am Ufer auf einem Trödelpfad von Menschen und Eseln gezogen hat? Wahrscheinlich wird man den Schatz nie finden. Und vielleicht hat es ihn ja auch nie gegeben. Und alles ist nur ein Märchen. Kein Applaus. Sie haben nur gespielt. Nur gespielt. Ist das Abendessen bereit? Ja, wunderbar. Dass jeder was haben. Ja. Ich habe nichts. Achso, für ihn haben wir vergessen. Ja. Ich habe nichts. Darf ich nicht mitessen? Nein. So, doch, das hier. Und ich mache das jetzt ohne Handschuh für mich. Er futtert schon, obwohl er gar nicht darf. Schon
So, logisch. So, Sie haben hier zwei Erscheinungsformen der gleichen Frucht oder des gleichen, der gleichen Wurzel. Eine rohe, eine gekochte. Und ich würde Sie bitten, jetzt sich eine von den beiden auszusuchen, die Sie mehr oder weniger mögen. Aus welchem Grund auch immer, suchen Sie sich eine aus. Essen Sie sie bitte. Und spüren Sie nach, was Ihnen daran gut oder weniger gut schmeckt. Wenn das weg fertig ist, nehmen Sie das zweite Stück, machen das gleiche noch einmal und vergleichen die beiden Empfindungen. Also man muss beide essen. Es wäre gut. Alles klar. Man kann auch beides verweigern. Ja, dann kann man ja das Bessere sich für zum Schluss aufheben. Genau, das tue ich auch gerade. Wer hat zuerst das gekochte Möhrchen gegessen? Lauter Männer. Nein. Und zuerst das rohe Möhrchen? Ah ja. Ich würde sagen, es ist sehr pari. Keine richtige Tendenz. Nein. Jetzt frage ich mal, wer das rohe Möhrchen zuerst gegessen hat. Warum? Zufall. Also nicht ausgesucht. Also Bierwurst. Von Worosch. Weil es besser schmeckt. Mir besser. Gut. Das ist Kindheitsmuster. Ja. Mhm. Das bestimmt ist nicht so gegessen. Mischloschi. Mhm. Weil es gesünder sein soll. Gut. Sah attraktiver aus. Das rohe Möhrchen sieht attraktiver aus. Der Ästhet spricht. Und wer hat das gekochte Möhrchen lieber gehabt? Lieber? Das ist die falsche Frage. Erst gehabt. Ja. Und warum? Weißt du, was ich noch nie gegessen habe? Weil es scheiße schmeckt. Witz. Okay. Nee. Faulheit. Ich würde das sanfte sagen. Ja. Das war größer, aber ich weiß, dass mir das rohe besser schmeckt. Ja. Ja. Ich war neugierig, wie viel von der Möhre noch übrig geblieben ist. Ich war neugierig, wie gut es bzw. wie schlecht es schon schmeckt. Ja. Weil das wie eine normale Möhre schmeckt, das weiß ich ja. Ne? Ich war neugierig, wie gut es noch ist. Ob es schlimm ist. Das rohe auch Bio? Das rohe war auch Bio, ja. Ich kann die Tüte noch zeigen. Das war doch entscheidend, oder? Moral von der Geschichte. Nein, es gibt keine Moral. Es gibt keine Moral. Nein. Das sind jetzt im Grunde genommen Fragen. Gut, zum Teil haben Sie sie ja beantwortet mit Kindheit. Aber das Gefühl, noch nie eine gekochte Möhre dieser Art gegessen, aus Neugier, Ausprobieren. das sind ja gewachsene Impulse.
nicht jetzt nur aus dieser Situation, sondern es ist einfach die Reaktion auf diese Situation, das schon. Aber diese Reaktion hat ja eine Geschichte. Und die ist gebildet worden, beispielsweise ist hier eine Möhre was Rohes, nicht wahr, ist immer gesagt worden. Und je nach Verhältnis zum Beispiel zu seinen Eltern oder zu diesen Bezugspersonen, verinnerlicht man das und übernimmt es. Oder man rebelliert dagegen und sagt, nur gerade nicht. Also diese beiden und alle Nuancen dazwischen, Möglichkeiten, bestehen im Verhältnis zu, normalerweise zu seinen Eltern. Und was interessant ist, versuchen Sie mal jetzt dieses Erlebnis jetzt eben. Dieser Unterschied, diese Auswahl, ja, es war ja eine Alternative. Und ich glaube, keiner hat die letzte Alternative genommen. Esse ich nicht. Mag ich nicht. Oder hast du vorgegeben, wir sollen beide essen? Ja gut. Ja. Aber wieso bist du so autoritätsgläubig? Nein, ich höre auf dich. Ich esse nicht. Nein, aber das ist zum Beispiel auch diese Sache, die in vielen Experimenten ja festgestellt wird. Das stellt sich jemand hin. Gut, ich habe jetzt keinen weißen Kittel. Nein, aber manchmal gibt dieser weiße Kittel ja auch noch die zusätzliche Autorität. Ich sag was und ihr macht das. Fertig. Ja. Das heißt, keiner hat sich geweigert. Gut, ist ja vor allen Leuten zubereitet worden. Dieses Glas ist frisch geöffnet worden, die Möhre ist geschält worden. Man hat also gesehen, es ist sehr wahrscheinlich nichts Schädliches. Aber deswegen hat man doch seine Vorlieben und kann sagen, nee, diese gekochte Möhre, das schmeckt doch scheußlich, das esse ich nicht. Fertig. Also ich hab einen bestimmten Grund. Es entspricht mehr meinem Temperament, etwas Weiches, Zartes zu essen, als in Möhre reinzubeißen. Wie kein Lancho. Nein. Was machen wir und jetzt essen im Kuchen? Das braucht seinen Sinn. Ich gefragt, soll ich beißen? Muss ich wirklich beide essen? Ja, das ist ja noch. Ich hätte nicht hören müssen, natürlich. Ja. Aber du bist halt mein großes Vorbild. Ja, toll. Also wenn er jetzt rohe Schnecken serviert hätte, dann hätte ich mich geweigert. Ja. Ja, oh, gut, das stimmt. Aber Bayern gibt halt Aber ich meine, Möhren sind relativ unverfänglich. Sie sind also Spinat ist sehr emotionsgeladen bei manchen Leuten. Schnecken natürlich auch. Möhren. Kenne ich würde ich in dieser weniger. Konsistenz nicht mehr essen. Bitte? Die würde ich in dieser Konsistenz nicht mehr essen. Also gekocht? Also so aus dem Glas nicht. Gekocht ja, aber dann muss ein bisschen bis da sein. Aber das aus dem Glas würde ich nicht mehr machen. Ich gehe dir vorhin. Nee, das ist einfach für mich so. Oh. Ja. Ich meine es wirklich bei mir. So, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Sie vielleicht jetzt Ihre eigene Reaktion, Ihr eigenes Empfinden noch einmal Revue passieren lassen, als diese Zumutung erstmal kam, jetzt mal was zu essen, coram publico, welche Situation oder wem war es peinlich, jetzt die rohe Karotte zu essen, weil das so einen Krach macht? Kracht was? Haben alle gemacht. Aber manche haben eben ganz, ganz vorsichtig gekaut, damit es möglichst nicht laut ist. Das heißt, da ist eine gewisse Peinlichkeit mit drin und darauf möchte ich hinaus. Etwas, was wehtut oder was einem zuwider ist und man es trotzdem macht. Warum? Was läuft da an Impulsen, an Überlegungen im Hintergrund ab und das ist im Grunde genommen jetzt eine Diskussion, die Sie gerne in, was machen wir, 15 Minuten Pause? Okay, ein bisschen Pause machen.
Inzwischen kann ich hier das ganze Geschirr wieder einsammeln und sogenannte Kinderläden gehabt und endlose Nächte über Erziehungskonzepte durchgestanden und was ist richtig und so, und dürfen die Kinder im Kinderladen, dürfen die da nackt rumrennen und sich also mit Farbe bemalen oder dürfen sie das nicht? Und wenn also irgendeins der Kinder also aufs Klo muss, ja, warum kann es dann nicht mitten unter den anderen da auf dem Töpfchen sitzen? Das sind doch alles nur repressive Mechanismen. Alle solche Dinge in dieser Richtung sind also viele gelaufen. Aber da gab es dann einen wirklich guten Spruch, der wirklich noch gilt. Bestimmt, wir haben also viel Literatur gelesen natürlich und Reich vor allem und solche Dinge. Und ja, hast du das verstanden? Ja, dann erklär es mir. Mhm. So, das war der eine Punkt. Der zweite war, ja, du musst das lernen. Ja, ich habe das gelernt. Nein, du hast es nicht gelernt. Doch, ich habe das gelernt. Ich kann es dir her sagen. Du hast es nicht gelernt. Wieso? Ja, du benimmst dich immer noch wie vorher. Ja. Da war also Lernen mit Verhaltensänderung verbunden. Ja. Das heißt, in diesem Fall, also darum sage ich sehe da keinen Unterschied, ob wir hier nur irgendwie etwas akademisch diskutieren oder ob das jetzt eine Auswirkung hat, wie beim apollinischen Torso von Rilke. Am Schluss, da ist kein Ort, der dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Und dieses Bewusstsein, es gibt zwar diese Fallbewegung und diese Zufälle, die einmal nach links und mal nach rechts schubsen. Aber irgendwann landet man an einer Stelle. Und da kann man sich dann vielleicht wirklich mal entscheiden und sich nicht nur geworfen fühlen. Und da kommt dann natürlich das Thema freier Wille. Wo sind wir wirklich frei? Was ist die Freiheit? Die Entscheidung? Ja, schon. Ich glaube, die gibt es in dem Sinn überhaupt nicht. Die Definition ist schon nicht richtig. Naja. Es gibt keinen freien Willen, es gibt keinen Determinismus, es gibt irgendetwas, eine andere Entität, wo beide drin sind. Die Freiheit und die Unfreiheit. Hängt auch von der Stärke des Einzelnen ab oder von der Schwäche des Einzelnen, in welche Richtung man sich entscheidet. Jetzt. Da ist keine Wahlmöglichkeit, besteht die Wirklichkeit nicht. Also wir können es nicht entscheiden, weil wir nur einmal die Entscheidung treffen, ja? Doch, ich glaube schon, dass wir eine Wahlentscheidung haben. Ob sie frei ist, ist das... das ist ja keine Entscheidung mehr. Ja, doch, ich kann entscheiden. Ich kann entscheiden, ob ich aufgebe oder ob ich kämpfe in manchen Situationen. Ja, das ist nicht so. Das kriegst du aufgegeben von jemandem, der du nicht kennst, der in deinem Inneren steckt. Und das Schicksal ist irgendwas. Ja, man kann es nicht wissen, deswegen müssen wir offen lassen. Ich will nicht sagen, es gibt einen freien Willen, weil die Kirche das immer wieder postuliert, der Mensch ist frei, er ist schuldig, er ist sündig, das ist alles Quatsch. Zumindest hat er immer ein Motiv, das über alles nicht beherrscht. Ja, aber die Frage, gut, der freie Wille ist eine Sache. In der Physik sprechen wir zum Beispiel bei einem Pendel, das einfache Pendel hat eine Freiheit. Und dann gibt es also das chaotische Pendel, das hat 2 bis 3 Freiheiten. Und es pendelt und wirbelt da hin und her. Schauen wir nur nicht. Und da das nachzuvollziehen. Ja, bei 2 Freiheiten kann man noch relativ viel definieren. Und bestimmte Kurven und dergleichen. Aber bei sogenannten 3 Freiheiten, das heißt also mit 3 Gelenken in einem Pendel, das verhält sich, ja. Chaotisch. Ja, wir können so nicht voraussagen, weil es so kompliziert ist für uns, ja. Aber natürlich weiß das Pendel schon, warum es das tut. Das glaube ich nicht. Naja. Also es kommt nicht so ungefähr, würde ich ja sagen, ja. Aber wenn du Chance nimmst, und das ist der Grund,
Aber wir müssen eigentlich nicht glauben. Wenn dann die Behandlung dann ja, aber die ist so kompliziert. Du kannst ja nicht über oder Millionen von Molekülen auch nicht sagen, was machst du so denen. Das ist ja die Boltzmannsche Theorie. Ne? Also, ich meine, man kann es nicht mehr durchschauen und ist insofern nicht mehr unsere Welt, weil wir es nicht durchschauen können. Ne? Wir können Stück das würde ich nicht unbedingt als das Kriterium ansehen. Ja, also die Menge ist schon wichtig. Ja, natürlich, die Menge, ich weiß nicht, mehr, da können wir nicht mehr durchschauen. Wenn man jetzt auf Molekülbasis geht oder ja. auf atomare Basis oder noch eine Stufe tiefer, nicht, auf subatomare Basis, wie viele Teilchen sind in dieser Spitze von dem Fingernagel drin? Das sind ungeheuer viele. Und, aber wir brauchen gar nicht in diese Winzigkeit zu gehen. Es reicht ja auf der Mikrobenebene zu bleiben. Ne? Und dann stellt man fest, hat jemand mal ausgerechnet, oder ich weiß nicht, ob die das gemessen haben, dass wir rein gewichtsmäßig mehr fremde Lebewesen in uns haben als Gehirnmasse. Ja, viel mehr. Rein gewichtsmäßig. Ja? Sind wir also sowas von bevölkert? Und jetzt ist die Frage, sind wir bevölkert oder sind wir insgesamt einfach nur ein Vielvölkerstaat? Ja. Natürlich, das kann man zu. Das sind nicht Ja, wer ist denn die AfD jetzt hier von den ganzen Teilen? Ja, genau. Wer ist es? Auch ein bisschen. Also, aber diese Definition, dass wir so bevölkert sind von Mikroben und Bakterien und ich weiß nicht, was noch alles für Würmer oder sonstiges in uns lebt, das ist nichts Ekliges. Wir könnten damit gar nicht leben, wenn sie das nicht haben. Ja, aber es ist einfach die Vorstellung. Ja, und diese Vorstellung kommt vom Töpfchen sitzen. Vom Töpfchen? Ja. Sagt er, zumindest meint er. Das sagt diesen 68er Sachen. Nee. Nee, das ist Freud. Das ist viel älter. Ja, ja. Und sein großer Gegner ist der Reich. Nein, das ist die falsch verstandene Reinlichkeitserziehung. Ja? Die also alles hygienisch, möglichst steril haben möchte, was sowieso nicht geht, aber ist egal. Aber je hygienischer und je steriler die Umgebung gemacht wird, desto weniger Immunabwehr hat man. Dann baut man die nämlich gar nicht auf. Das heißt, ein Minimum an Dreck ist einfach nötig. Krieg wäre jetzt nicht so ein Problem, wenn ich nach dem Land aufgewachsen bin. Das war für dich. Also die Vorstellung in meinem Körper sind die Mama, finde ich jetzt nicht so wichtig. Also, gut, Leute. Trotzdem, egal. Das ist jetzt nur meine Vorstellung. Andere haben Angst vor Spinnen. Ich möchte das haben. Ja, so. Ja. Ne? Wir bleiben zusammen. Andere haben Angst vor Spinnen. Das hast du doch auch. Das ist nicht so verschifft. Ich komme ja viel Nein, aber ich meine, das ist etwas, und ich glaube, ich sollte jetzt so ganz allmählich zum Schluss kommen, dass ich Ihnen empfehlen möchte, ein kleines bisschen mehr auf die Dinge zu achten, die in der Umgebung passieren. Und auf sich selber achten, was sie dabei empfinden. Und wenn sie dann wissen, was sie empfinden, einfach nur das festhalten. So ist es jetzt. Und dann kann man immer noch ein Stückchen weiter zurückgehen und sagen, woher kenne ich das Gefühl? Warum ist das so? Weil der sowieso mal das und das gesagt hat und dann klingelt bei mir das. Oder weil ich in der und der Situation also schlecht behandelt worden bin, mich schlecht gefühlt habe, dann deswegen das. Und, aber es kann auch sein, dass positive Dinge, die Sachen, die man einmal super gefunden hat, ganz toll, und dann will man die wieder machen und will natürlich wieder, dass dieses alte Erlebnis, dieses Gefühl, Glücksgefühl, Freude, was auch immer, wieder haben. Und das kommt nicht. Und dann wird das noch viel enttäuschender.
schlimm sind doch die Dinge, wenn etwas manifest geworden ist. Hm? Das gilt also für Beziehungen unter einem Ehepartner, wenn etwas manifest geworden ist. Wenn man nicht glaubt, so ist es jetzt und da ist auch nichts mehr zu ändern. Und das halte ich für ungeheuer schwierig. Verhaltensmuster. Das muss eine Erschütterung bedeuten, sonst tut sich da nichts. Da können Sie reden, wie Sie wollen. Man kann sein Verhalten ganz einfach ändern. Wirklich, wirklich sehr, sehr einfach, indem man sich klar macht, wir sind ständig im Fluss, wir sind ständig in Bewegung. Das ist doch Ihr Bandarin. Ja, ja, klar. Das heißt, und wir müssen auch akzeptieren, dass sich die anderen auch ändern und nicht so verhalten wie immer schon. Nicht, dass man da als 30-Jähriger nach Hause kommt und das Zimmer ist immer noch, das Kinderzimmer ist immer noch unverändert und sagt, ja gut, ich wollte jetzt hier eigentlich nur für 3 Monate einziehen, bis ich irgendwas anderes habe. Ich tapeziere mal neu. Aber Entchen und Häschen hast du doch immer so gern gehabt. Hallo? Solche Dinge sind einfach eine Frage der Aufmerksamkeit. Das ist Was ist mit der Fraktion, die sich zu Hause gern bedienen lässt? Männer, oftmals, nicht immer, aber auch nicht. Die gerne bis 30 Jahre. Sind die amputiert? Weiß ich nicht. Frage ich mich manchmal auch. Ja. Aber das gibt es ja schon häufig, oder? Ja. Nee, ist auch Bequemlichkeit wahrscheinlich. Ja, auch. Service. Aber ich meine, es ist bequem und wenn es gebracht wird, es hat sich bewährt. Super. Beide sind glücklich, ne? Ja. Es hat sich bewährt, ja, ganz genau. Nein, aber das ist das ist wirklich nicht nur ein Spruch, sondern da kommt man nämlich wieder in die Physik zurück. Ja, da, wo also die Klümpchen zusammengewachsen sind, zu einem, was weiß ich, zu einem Steinchen und dann wird dieses Steinchen immer noch größer und irgendwann ist es ein Asteroid und irgendwann, ja, und irgendwann ist es also die Erde. Und dann dotzt dann wieder was ganz Dickes da rein und schlägt da was Großes raus und dann haben wir einen Mond. Und wie sagt Harald Lesch, wir haben einen so großen Mond, der steht uns dienstgradmäßig gar nicht zu. Ja, weil der ist einfach viel zu groß. Aber ja, er ist halt ein Teil der Erde. Und aber das sind einfach, ja, die Gravitation hat sich offensichtlich bewährt und deswegen gibt es sie noch. Andere Kräfte haben sich offensichtlich nicht bewährt. Und da schwirren halt noch so irgendwelche Mikroteilchen, von denen man nicht so richtig weiß. Man will sie nachweisen, man kann sie vielleicht nachweisen. Man hat riesige Tanks in die Felsen reingegraben. Neutrinos. Und ja, versucht also diese Neutrinos da zu finden. Und meint, man hätte einen Detektor dafür. Aber meines Erachtens ist das eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn für einen Detektor brauche ich ja irgendetwas an Materie, das auf etwas anderes reagiert, damit ich einen elektrischen Impuls oder einen Lichtblitz oder irgendwas bekomme. Und dieses kleine Teilchen, dieses Neutrino, wird so deklariert, es ist so winzig klein, es geht durch alles durch und es wird von nichts abgelenkt. Ja. Schwache Wechselwirkung. Genügend Wasser, da hast du eine Wechselwirkung da. Ja, eine Masse an Neutrinos. Nee, auf Detektor. In einer großen Masse hat man selten zwar eine Interaktion. Und deswegen stellt man diese Detektor hin. Detektieren kannst. Ja, aber die Definition Neutrino. Nee, die Definition ist nicht so, dass überhaupt keine Wechselwirkung hat, sondern selten. Man rechnet damit, dass es sie gibt. Ja. Aber man ist sogar ziemlich sicher, dass es sie gibt.
Der Ehrung ist ja dein. Ja, aber ich sehe diese Versuchsanordnungen, ja, also ähnlich wie also beim Versuch, also das Higgs-Teilchen nachzuweisen, das auch sehr lange gedauert hat, oder das dann einfach aufgrund von irgendwelchen Verhaltenssachen von anderen, nicht vom Higgs-Teilchen selber, aber von der Reaktion, die man dem Higgs-Teilchen zugeschrieben hat, und das hat man gefunden. Ja, das ist für mich die Situation, also da läuft etwas rum auf vier Beinen, so mit zwei Höckern, und das nenne ich ein Kamel. So, und jetzt kommt das Viech vorbei und ach, ein Kamel. Ja, es ist immer die Frage, in welcher Reihenfolge wird etwas gemacht? Und das ist bei der experimentellen Physik oft so, dass man einfach eine Theorie hat, und wenn ich die experimentelle Physik richtig verstanden habe, will die nicht etwas beweisen, sondern sie will etwas falsifizieren. Und solange etwas nicht eindeutig falsifiziert ist, gilt es als brauchbare Arbeitshypothese. So ist es. Und je öfter das passiert, umso ja, etablierter wird es dann zur herrschenden Meinung. Ich meine, ich bin der Stellung, weil ich Exposon war, das steht hier mit Gefahren. Da war nie nur der nichts falsifiziert, sondern der Gesandte und der Gefahren. Das war ein wesentlicher Baustein für den Stand in der Stadt. Da war keine Falsifizierung, sondern eben der Stellung. Ja. Aber danach kann man immer noch falsifizieren. Ja. Aber erstmal brauche ich Gründe dafür, dass ich das Standard habe. Habe ich das jetzt verifiziert? Das sind ja alles noch Bestandteile. Da kann man noch weitergehen und irgendwann mal falsifizieren. Das sind ja alles noch Bestandteile vom Teilchen, so wie es genannt wird, den man so einigermaßen im Griff hat, was es ist. Wie ist es denn mit dunkler Materie und mit dunkler Energie? Da wird es ja noch schöner. Das sind nur Platzhalter. Aber Platzhalter für ihn gesagt, ja gar nicht. Das machen wir auch schon. Das ist eine extra Atempause. Jetzt wird es wirklich chaotisch. Nein, also diese Sachen, Thema dunkle Materie und dunkle Energie, sind im Grunde genommen so ähnlich wie die Konstante, die Einstein eingeführt, dann wieder abgeschafft und dann wieder eingeführt hat. Eine böse Esel. Also das sind mathematische Hilfsmittel, mit denen man Erscheinungen versucht zu erklären, die anders nicht erklärbar sind. Beschreiben. Also beispielsweise, warum hängt überhaupt eine Galaxie wie unsere oder auch irgendwelche andere, warum hängen die so eng zusammen? Das bisschen Sterne, was da drin ist, kann es nicht sein. Da reichen die Gravitationsgleichungen nicht aus, um das zu bestätigen. Wir brauchen noch irgendeine zusätzliche Masse, die da diese Gravitation hat. Wir brauchen eine Quelle für Gravitation. Oder, ja, okay. Und das ist dann halt die dunkle Materie. Ja. Und dann das nächste ist, warum expandiert das All immer weiter? Wer saugt denn da dran? Und das ist dann die dunkle Energie. So, ich hoffe, Sie nehmen ein bisschen was mit und sei es auch nur ein bisschen Spaß.